Man kann für unter 2 Euro diese leckeren Käserahmen machen. Wir probieren's aus. Okay, zuerst geben wir 100 Milliliter Milch in die Pfanne und erhitzen's. Dann nehmt ihr euch Schmelzkäse, 2 Scheiben und tut die hier rein. 2. Nehmt ihr euch eine Packung Ramen. Aber die Gewürzmischung kommt hier rein. Jetzt rührt ihr das Ganze um. Und jetzt tut ihr eure Ramen da rein. Lasst sie jetzt so ein bisschen aufkochen. Okay, wow. Ich bin begeistert.